Ich wurde letztens auf Discord gefragt, wie vermeidest du Fehler, die du öfters machst? Und ich dachte mir so, ich teile es einfach mit jedem, vielleicht hast du dasselbe Problem. Und ich fange einfach direkt an. Wer bin ich? Ich bin Mido, ich bin 19 Jahre alt und ich lehre das, was ich lerne hier auf YouTube. Und zur Einführung habe ich euch zwei Grafiken mitgebracht. Diese Grafiken sollen meine monatliche Zuschaueranzahl darstellen. Im August hatte ich 1776, also rund 1800 Aufrufe und im September rund 5000 Aufrufe. Das sind 190, also rund Prozent mehr als im Monat davor. Und ich zeige euch diese Bilder jetzt nicht, weil ich angeben möchte oder flexen möchte. Nein, ganz im Gegenteil, ich möchte euch zeigen, ich werde mit jedem Fehler besser. Was du in diesem Video lernen wirst oder hoffentlich mitnehmen wirst, sind erstmal, wie wir diese Trigger oder diese Auslöser auf Deutsch identifizieren. Dann später, wie wir alternative Verhaltensweisen entwickeln können und dann, wie wir kleine Veränderungen in unserem Alltag implementieren können und zu guter Letzt, wie wir selbst reflektieren und wenn nötig uns anpassen. Ah, und hier steht auch Action Steps. Action Steps ist eine neue Sache, die ich jetzt einführen werde hier auf meinem Account. Und zwar möchte ich nicht eure Zeit verschwenden, beziehungsweise ich möchte nicht, dass ihr das Video bis zum Ende guckt und dann nichts Praktisches habt. Deswegen gebe ich euch diese Action Steps noch einmal, damit ihr wirklich Mehrwert aus diesem Video bekommt. Fangen wir aber direkt an. Trigger identifizieren. Um den Trigger zu identifizieren, fragen wir uns eine Frage. Welche Situation führt mich immer wieder zu den gleichen Fehlern? Also wir analysieren uns selbst, beziehungsweise es ist auch eine Art Selbstbeobachtung. Und um diese Frage etwas schneller zu beantworten, habe ich euch die Auslöser mal rausgepickt. Es gibt drei Main-Auslöser, und zwar Emotionen, Ereignisse und Gewohnheiten. Und bei den Emotionen kann zum Beispiel Stress oder die Angst oder die Freude ein Auslöser dafür sein, dass du Fehler machst. Aber auch Streitigkeiten oder auch Zeitdruck von der Schule beziehungsweise von anderen Sachen könnten auch ein Auslöser dafür sein, dass du Fehler machst. Bei den Gewohnheiten habe ich jetzt hier impulsive Entscheidungen treffen ausgewählt als Beispiel, weil ich dieses Beispiel durchgehend im Video jetzt benutzen werde. Und als Mini-Step jetzt nur für dieses Kapitel, solltest du einfach, wenn du wissen möchtest, wie du diese Trigger identifizierst, dich selbst beobachten. Also du verfolgst bewusst deine Emotionen und deine Handlungen und ganz wichtig, Jungs, bitte vernachlässigt es nicht, notiert euch diese Trigger auf. Viele Leute denken, sie wissen etwas, wissen es am Ende nicht. Also wie oft habe ich bitte eine Klausur verkackt, wo ich dachte, oh mein Gott, es wird eine 1 und hat am Ende so eine 4. Vertraut mir, schreibt das auf und es ist sowieso eine Art Backup für deinen Kopf, wenn du etwas auf dem Handy notiert hast oder von mir aus auch auf einem Blatt, mach es einfach. Der Mini-Step jetzt könnte so aussehen, ja? Nach einem langen Arbeitstag entscheide ich impulsiv und mache dadurch Fehler. Also ich habe den Mini-Step jetzt mal für euch gemacht, als eine Art Beispiel, okay? Jetzt haben wir diesen Trigger identifiziert. Jetzt können wir natürlich noch unser Verhalten ändern oder wir müssen unser Verhalten ändern, weil wenn wir unser Verhalten nicht ändern, ändert sich nichts. Wenn wir nichts ändern, ändert sich nichts. Ganz einfache Sache. Und das machen wir, indem wir neue Reaktionen planen. Und das machen wir hingegen, indem wir uns fragen, was kannst du anders machen, wenn diese Trigger auftreten? Und hier habe ich zwei Methoden und ich bin der Meinung, die Methoden beide sind wirklich sehr hilfreich. Also hört etwas genauer zu jetzt. Nach einem langen Arbeitstag entscheide ich impulsiv und mache dadurch Fehler. Das Beispiel von vorhin. Und wir versuchen jetzt eine Art Lösung zu finden. Das Ding ist, das Problem liegt ja gar nicht hierbei, dass wir Entscheidungen treffen. Nein, das sind impulsive Entscheidungen. Das heißt, dieses Wort impulsiv oder diese Verhaltensweise, dieses Impulsive, das stört uns. Und wir möchten jetzt Feuer mit Wasser bekämpfen. Wenn wir impulsiv sind, was hilft uns? Achtsamkeit. Ganz einfach. Deswegen machen wir Achtsamkeitsübungen. Also, ich treffe nach einem langen Arbeitstag die Entscheidungen nur, wenn ich davor 10 Minuten davor, zweimal davor gesagt, meditiert habe. Also du meditierst, ganz einfache Sache. Also du versuchst hier, wie gesagt, Feuer mit Wasser zu bekämpfen. Also die schlechte Gewohnheit mit einer guten Gewohnheit zu wie nennt man das? Ich sag mal so einfach, die schlechte Gewohnheit zu dämpfen oder sogar zu eliminieren ganz. Die zweite Methode ist, ich treffe wichtige Entscheidungen vor der Arbeit. Hier sind wir dem Trigger einfach aus dem Weg gegangen und viele können jetzt sagen, Bro, aber so hast du das Problem gar nicht gelöst. Ja, okay, du hast schon recht, ne? Aber das Ding ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ey Bro, hast du einen schnellen Tipp für mich? Ich habe keine Zeit mehr und so weiter. Dann würde ich ihm diesen Tipp sagen, weil der eigentlich sehr effizient ist und du nicht wirklich mehr arbeiten musst als sonst. Aber ich würde schon das Problem am Nacken packen und schon dieses Feuer mit Wasser bekämpfen. Der Mini-Step für dieses Kapitel ist auf jeden Fall üben, üben, üben. Du musst dir dieses neue Handeln, dieses neue bewusste Handeln antrainieren, ja? Dieses Feuer gegen Wasser und gute Gewohnheit über schlechte Gewohnheit. Also einfach üben, üben, üben. Jetzt, wo wir die beiden Schritte gemacht haben, können wir anfangen, kleine Veränderungen in unserem Alltag rein zu implementieren.
Und das machen wir, indem wir nicht zu viel auf einmal verändern oder ändern. Jungs, Schritt für Schritt, ganz chillig. Und in diesem Kapitel geht es auf jeden Fall erstmal um zwei Hauptbegriffe. Erstmal um Fokus und Konstanz. Wir möchten uns auf eine Änderung fokussieren. Auf eine Änderung. Und wir möchten mit dieser Änderung auch konstant bleiben. Weil unser Ziel ist es immer, bei sowas eine Art Gewohnheit aufzubauen. Eine Gewohnheit ist es erst dann, wenn du passiv bzw. wenn dein Kopf einfach auf Flugmodus arbeiten kann, ohne dass du wirklich Energie aufwenden musst oder mehr Energie als du normalerweise müsstest. Also das ist ja nicht so, dass du Energie aufwendest, wenn du zum Beispiel Zähne putzt. Also ich hoffe, Zähne putzen ist eine Gewohnheit bei dir. Aber ich muss nicht wirklich, und dann ich muss mich so drauf fokussieren, wie ich meine Zähne putze. Nee, das ist eigentlich schon so, im Flugmodus funktioniert das und ich kann über tausend andere Sachen denken. Also darüber rede ich meistens, wenn ich meine, eine Gewohnheit aufzubauen. Die Mini-Steps für dieses Kapitel sind natürlich fokussieren, ja. Konzentriere dich auf eine Verhaltensänderung und übe diese neue Gewohnheit regelmäßig, damit es zu einer Art Routine wird. So, jeden Tag nach der Arbeit nur 10 Minuten im Wohnzimmer meditieren. Das könnte zum Beispiel die Lösung sein, um dieses impulsive Entscheidungstreffen nicht mehr wirklich zu haben oder zu bekämpfen, sage ich jetzt mal so. Jetzt, zu guter Letzt, Reflexion und Anpassung. Bei der Reflexion fragen wir uns immer Fragen und dann geben wir uns selbst eine Antwort und je nachdem, wie die Antwort ist, gibt es natürlich eine Aktion und diese Aktion führt wieder zu einer Frage und so weiter und so fort. Um das einfach ganz einfach zu zeigen, ne? Funktioniert mein Verhalten zurzeit? Ja, nein. Kannst du es noch verbessern? Ja, nein. Eine Aktion. Okay, ich mache eine neue Aktion. Funktioniert dieses neue Verhalten? Ja, nein. Kannst du noch was verbessern? Und so weiter und so fort. Ganz einfache Sache. Zum Beispiel könntest du dich fragen, achso, ganz kurz Mini-Step, ne? Hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen und dann anpassen. Zum Beispiel könntest du dich fragen bei unserem Beispiel, kann ich mit Vogelgezwitscher besser meditieren? Fängst an mit Vogelgezwitscher zu meditieren, merkst nicht wirklich der Shit, kann ich mit von mir aus Brown Noise besser meditieren und so weiter und so fort, bis du merkst, okay, ich habe die perfekte Umgebung für mich gefunden und ja, das funktioniert eigentlich nur durch diese Selbstreflexion. So, jetzt die Action Steps, damit ihr auch was Praktisches habt. Notiert euch die Trigger auf, ja, für eure Fehler. Aufschreiben, Jungs, bitte, bitte schreibt es einfach auf. Dann zweitens, plane deine Reaktion, falls dieser Trigger kommt, ja, plane deine Reaktion schon vorher, damit du nicht dieselben Verhaltenswege gehst. Dann drittens, setze schrittweise Änderungen um, Schritt für Schritt eine Änderung, ja. Und viertens, analysiere, ja, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann anpassen, je nachdem. Es wird natürlich Zeit brauchen, ja, aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.